Willkommen zurück bei Far Cry 4. Ich sitze hier schon gemütlich auf meinem kleinen Elefanten und wir sind auf dem Weg zur nächsten Mission vom Goldenen Pfad. Heute ist Samstag. Wir sind quasi durch Weihnachten durchgerutscht, wie unser Podcast letztes am Dienstag, Mittwoch angesagt hat. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Weihnacht. Jetzt geht's langsam ins nächste Jahr. Aber jetzt geht's erstmal ein bisschen durch Far Cry 4. Ja, renn mir doch nicht in den Weg. Er schreit nein und rennt rüber, ey, Spacken. Mal gucken, für wen wir jetzt da wirklich was machen. Ob das jetzt wieder für Saba oder für Amita ist. Was, warum soll ich denn da lang? Ich will doch da hoch. Ist schon langsam der Elefant. Wie auch nach unten gucke, wie ich nach unten gucke. Das sieht von außen bestimmt super aus. Ups. Auch das beste Elefant. Granatwerfer im Anschlag. Jetzt kann alles kommen. Die Pleur haben wir jetzt schon gefangen genommen. Das letzte Mal waren wir ja noch. Wie, du rennst wieder nach links. Du bist so ein Idiot. Ja, selber schuld. Ja, töte keine Unschuldigen. Was ist mit dem nicht richtig mit dem Typen? Leicht dämlich, diese Händler. Gut, egal. Kommen wir hier nicht rein? Es quietscht, aber es geht nicht auf. Lass mich doch rein. Muss ich jetzt außen rumrennen oder was? Naja, gut, das war nicht so weit außen rum. Da oben? Gut, gehen wir hin. Das war übrigens hier die Stelle, wo ich, oder wo wir so viel Spaß hatten mit dem Mörser. Der steht da oben bestimmt noch. Vielleicht müssen wir das Ding jetzt nochmal verteidigen. Das wäre lustig. Da bleibe ich ganz halt am Mörser. Was macht ihr denn jetzt hier? Hä? Seid ihr mir gefolgt, oder was? Hier gibt's nichts für euch. Außer den Tod. Da steht der Mörser. Hallo. Ich mag ihn. So. Ach, Amita, hi. Bist du noch pissig? Amita. Alles okay? Glaubst du, das wäre einfach? Die erste Frau beim Goldenen Pfad zu sein? Die für Veränderung einsteht, während hinter deinem Rücken sich alle das Maul zerreißen, dass du ihr Erbe zerstörst? Ich bin genauso ein Krieger, eine Kurati wie die, aber die, die sehen nur eine Frau. Du bist ein kluger Mann, sag mir. Bin ich die Richtige für das hier? Du stehst auf Drogen. Sabal, er hat so viele Anhänger und ich frag mich, sind die blind? Oder habe ich etwas übersehen? Unentschlossenheit ist was für Schwache. Okay. Erinnerst du dich an die Teeplantage? Der Mohn wurde zur Verarbeitung in eine alte Ziegelfabrik gebracht. Sabal will sie zerstören. Er ist so verdammt überzeugt von sich. Und du willst sie übernehmen? Ganz genau. Damit können wir für die Zukunft planen, während er in der Vergangenheit lebt. Ich sage ja, er sagt nein. Aber ich hoffe, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Ach, immer diese Entscheidung. Macht sie denn wieder Drogen aus dem Mond? Das gefällt mir ja gar nicht. Aber ich bin fast geneigt, diesmal ihr zuzuhören. Aber wir hören uns erstmal Sabal an, was er dazu sagt. Hallo. Sprich mit mir. Die reden immer so traurig. Und ich wette, sie hat sich bei dir ausgeheult. Hat sie dir die traurige Geschichte erzählt, dass sie die erste Frau beim Goldenen Pfad sei? Hat sie bei mir auch versucht. Aber du fällst nicht darauf rein, oder, Bruder? Dieses Heroin ist pures Gift. So einfach ist das. Erledige nur als Männer und zerstöre die Fabrik. Ende vom Lied.
Ach Mann, das ist jetzt gemein. Ach, gucken wir nochmal, was jetzt die Diana dazu sagt. Kann ich mir das nochmal anhören von dir, Mädchen? Sprich doch mit mir. Na, was? Ich bin dabei. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Du musst Nurs Ziegelfabrik übernehmen, ohne sie zu zerstören. Wir werden sie noch brauchen. AJ, pass auf dich auf. Sie wird sehr gut bewacht. Habe ich jetzt schon angenommen? Oh. Um Opium zu verarbeiten und die Rebellion zu finanzieren. Ach Gott, Amita, warum stehst du so auf die verdammten Drogen? Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, frag doch einfach Longinus. Der hat Diamanten, die habe ich für ihn besorgt. Die holst du ran, dann kannst du alles finanzieren. Aber du gehst den falschen Weg mit Drogen. Sabai, mein Freund. Tut mir leid, Amita. Wir machen es für ihn. Wir zerstören das Ding. Tut mir echt leid, Amita. Fühle mich ja echt bald ein bisschen schlecht. Jetzt grinst mich die ganze Zeit diese bescheuerte Tore in der Fresse hier. Wo ist sie? Nicht hier unten? Ich hoffe nicht rein. Naja, gut. Wir nehmen Rucksackladungen. Hier. Benutzt die Rucksackladungen im Labor. Was? Im Labor? Ja. Ich wünschte, wer auch immer den Außenposten befreit hat, hätte auch die Leichen. Nein, dafür habe ich keine Zeit. Leichen wegräumen. Das muss ich selber machen. Ihr schießt die ganze Zeit nur auf Adler und rotzt durch die Luft damit. Rotzt danach durch die Luft mit euren Kanonen. Ach ja, es fühlt mich ja echt ein bisschen schlecht, dass wir jetzt nicht Amita helfen. Aber die ist so auf diesem Drogentrip, das kann ich nicht verstehen. Wieso denn Wingsuit? Na gut. Hui. Fliegt das Ding jetzt nach da oben durch die Gegend? Das ist eine Truhe. Ja, bin echt mal ein bisschen gespannt, was sie am Ende zu der Geschichte sagt. Oder ob die beiden vielleicht nochmal zusammenkommen. Ein bisschen so an einem Strang ziehen, das wäre schon mal ein Plan. Hier sitzt sich bald mehr Konkurrenz als Pagan Min, ey. Jetzt ist doch sogar schon Le Pleur aus dem Weg geräumt. Seine Party war nämlich scheiße. Na gut, aber ich glaube bei der Ziegelfabrik, da bin ich schon mal durchgelaufen. Da haben sie mir mal ein Auto geklaut. Bin ich angehalten und hab ein bisschen erkundet und geguckt und dann war die Karre weg. Verdammt gefährliche Gegend hier. Gespannt, ob das Ding wirklich so dolle befestigt ist. Oh, ich höre schon wieder diese verdammten Adern. Oh mein Gott! Gegen die kann man sich auch nicht wehren, ey. Drecksviecher. So, was ist los hier? Oh, warte kurz. Ja, warte doch kurz, auf zu schnacken. Lava nicht! Wo ist denn... Ach, liegt das drin? Hey, Zaun. Da liegt doch irgendwas. Brüllen. Ist das wieder ein Tagebuch oder was? Mein Gott, hier liegt doch Munition rum, ey. Hier ist doch irgendwas. Ist das ein Poster oder? Was ist das? Treffen sich in so einem Ding hier und machen die Propaganda nicht weg. Aber wo ist sie? Ach da. Was ich auch gelernt habe, anstatt hier immer blöd rumzuspringen. So kann man es auch machen. Das gleiche gilt bei diesen komischen Masken, die man, wie ich dachte, einsammeln muss, aber die muss man einfach nur zerstören. Das heißt, einfach ein paar Mal drauf schießen oder sowas und dann ist das Ding erledigt. Achso, hallo Rebellenführer. Bist du der Havildar? Havildar, Kommandant, wie du willst. Ist mir eine Ehre, Sohn von Mohan.
Siehst du den Schornstein? Zerstör die Stützkabel und lass ihn einstürzen. Das sollte ein schönes Loch geben, durch das du in die Anlage kannst. Zerstör? Die Frage ist wie, oder? Ich würde den Sprengstoff für den Schornstein und die Einrichtung aufheben und die Kabelwände mit Hilfe der Elefanten rausreißen. Viel Spaß. Elefanten? Okay. Kann ich da jetzt echt Action, rabiate Action machen? Ich hab doch mal Granatwerfer. Wenn ich da mit dem Elefanten rumreite, dann... Ups. Ach so, ja, siehst du mal, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe ein bisschen aufgerüstet, ich habe auch ein paar andere Waffen. Den Shredder zum Beispiel, die waren Far Cry 3 schon eine perverse Waffe. Und ein paar Kram gesammelt und meine Taschen ziemlich weit hoch gewirtschaftet. Man fährt da im Kreis. Und das Auto muss aber weg da, das krieg ich doch anders nicht weg, anstatt wegzuspringen. Hab ich jetzt schon einer gesehen? Das ist der Sniper da oben, ne? Na, ich glaube, das mache ich rabiat, ey. Allein schon, weil das Auto hier mal durch die Gegend rennt. Krieg ich ihn damit da weg? Sagt euch, der Shredder ist pervers. Er ist saugenau. Und er hat eine mörderische Schussfolge. Zwei Alarme übrig. Vielleicht machen wir das zuerst. Damit hier keine Verstärkung ankommt. Na, hüpf doch darüber. Da hinten ist der nächste. Was ist denn da? Du? Hast du da Ziegel? Oh, das Auto kommt zurück. Warten wir mal hier eben. Gut, wenn man den Typen da auch so sitzen sieht. In dem Haus, hier ist der nächste. Ach nee, da vorne hängt er. Ah, direkt an der Straße. Gut, das Auto ist gerade weg. Vielleicht schaffen wir das darüber. Kurz das Ding ausmachen. Der wird weiter auf der anderen Seite sein, nehme ich an. Kommt das Auto jetzt wieder? Ja. Die Typen werden wir immer wegmachen, der nervt uns mit seinem Ruhrhölzen. Hat denn jemand noch einen Blick hier? Ein Glück ist er defekt. Aber da hinten hat noch einen Alarm. Scheiße. Wo bist du denn her? Schade eigentlich. Können wir den Alarm noch im Nachhinein ausmachen? Pervers. Ja gut, also werden wir jetzt den Elefanten holen. Ist hier noch einer vielleicht? Probieren weg. Was schießen die? Oh, die schießen nicht auf meinen Elefanten jetzt, oder? Was ist nicht richtig mit euch? Nein, lass meinen Elefanten in Ruhe. Kann ich noch auf dir reiten oder bist du jetzt pissig, Elefant? Komm her. Ah, alles klar. So. Komm her, ey. Nein, Mörser.
So, weg da. Ab zu den Seilen. Oh, komme ich überhaupt rüber? So, ab zum nächsten Seil. Ist da schon was passiert? Nein. Einfach gegenreden. Plopp. Was denn hier so, ey? Ja, muss aufpassen, ich komme hier angerollt. Weg mit dem Ding. So, einer noch. Ach, was schießen die hier noch? Hast du da noch welche? Na? Ja, ja. Oh, was? Habe ich einen von meinen Leuten erwischt? So. Das war das letzte Kabel. Der Schornstein ist jetzt angreifbar. Look. Hier. Na gut, dann muss ich das Bier mit C4 machen. Oh, was? Elefant? Au! Was bist denn jetzt so? Das ist aber nicht so nett. Schubst der Elefant mich auf einmal um. So. War mit dem C4. C4, hier? Oh Gott, wie wählt man denn C4 aus? Oh, was jetzt? Nein, ich will kein Foto machen. Ich hab kein C4. Ach da, auf der 9 oder was? Ah, alles klar. Hier halten, aufheben. Jupp. Zwei müssen reichen. Ob ich hier in der Deckung bin. Ja, reicht. Bäm. Das war's. Jetzt geh da rein und ja, ich sehe gerade noch nichts. Kann ich denn hier rein? Oh. Hallo. Oh. Weg mit der Mauer hier. Achso, hier dann. Die wollen immer alle umbringen. Ich sehe gerade gar nichts, habe ich einfach mal reingeschaut. Habe ich einen erwischt? Soll ich die irgendwo jetzt speziell irgendwo festmachen, die Dinger? Hier, ja? Da haben wir was gelegt. Drecksopium. Ihn habe ich erwischt. Wo denn? Du willst ein Soldat sein? Ja, schon. Es gibt gleich keine Munition mehr. Da hinten muss ich hin. Und jetzt raus hier, würde ich sagen. Hallo, wir müssen weg, bitte. Lauf, lauf! Lauf! Wie geht es dir, AJ? Achtung! Bam! Ja, sorry, Amita. Sabal, die Ziegelfabrik ist Asche. Gute Nachrichten, Bruder. Wir wurden vergiftet, aber du hast Kyras Vision für ihr Volk erfüllt. Nun haben wir die Chance auf ein reines Leben, in Einklang mit dem Land. Die alten Sitten kehren heim, und das dank dir, Sohn von Mohan. Tja, also führt Sabal jetzt den goldenen Pfad an. Und was macht die arme Amita jetzt? Ach Mensch, da haben wir mal ein schlechtes Gewissen, ey. Aber gut, was weiter passiert, das werden wir erleben. Für dieses Mal war's das und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns dann das nächste Mal. Also, haut rein.